Professor Ulrich Dirnagel, er hat an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Medizin studiert und von Anfang an in der Neurologie geforscht, zwischenzeitlich an der Cornell University in den USA, alsbald auch in Berlin, nämlich an der Charité, wo er seit 1999 Direktor der Abteilung Experimentelle Neurologie ist. Das jüngste Projekt, was er verfolgt, ist das Quest Center am Berliner Institut für Gesundheitsforschung, BIH, das den Wert und den Nutzen biomedizinischer Forschung steigern will, durch mehr Qualitätskontrolle, mehr Wiederholbarkeit von Experimenten und eben mehr Validität in der Forschung. Ich freue mich. Danke. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung, auch für die Aussicht auf die Gummibärchen. Ich liebe Gummibärchen und sehe mich daher auch gut positioniert, weil ich vorhatte und weiterhin vorhabe, relativ apodiktisch und auch hoffentlich Diskussion dann für später stimulierend, einige Dinge in den Raum zu stellen, die was mit der Vertrauenswürdigkeit unserer Publikationen zu tun hat, und habe jetzt nochmal ergänzt, im Gegensatz zum Programm, wo es nicht steht, die Lebenswissenschaften, weil das ist das Gebiet, in dem ich mich auskenne, und über andere würde ich jetzt mich nichts wirklich sagen trauen. Ganz interessant finde ich diese Gegenüberstellung als Einstieg, Vertrauenswürdigkeit der Forschung. Für den Laien stellt sie sich ja da zunächst über Publikationen, die natürlich gefiltert werden über die Presse, sonst weiß ich jetzt nicht, wie ein Laie überhaupt in Kontakt kommt mit den Resultaten unserer Forschung. Und was bemerkenswert ist, und je nachdem, wie man das Glas halb voll oder halb leer sehen will, interessanterweise auf der Seite vom Wissenschaftsbarometer wird das als halb voll gesehen. Ich sehe das als halb leer, weil das ist letztlich ein Blick in den, sozusagen ins Gehirn des Nichtforschers. Was hält er von der Wissenschaft und der Forschung? Und Sie sehen, dass nur ein ganz kleiner Teil voll und ganz eher vertraut und ein klecklicher Teil sagt, vertraue eher, wobei ich nicht weiß, was dieses eher, so, das hat schon einen relativ hohen Skepsischarakter, und die andere Hälfte vertraut eher nicht. Was ich aber spannend finde, ist, dass die Wissenschaft, wenn man das mal anguckt, es eigentlich genauso sieht. Sie vertraut sich nämlich selbst auch nicht. Und das sieht man hier zum Thema Reproduzierbarkeitskrise, ist schon angesprochen. Die Frage, können wir das, was wir in Publikationen sehen oder selber produzieren, können wir das nochmal wiederholen? Sicherlich eine der Grundfesten der Wissenschaft. Und das ist eine Befragung, die Nature gemacht hat. Und dabei kommt raus, dass also die Hälfte der Wissenschaftler der Überzeugung ist, dass wir da ein echtes, großes Problem haben. Und andere sagen, haben ein eher kleines Problem, und nur ein paar denken, dass sie es nicht haben. Also im Grunde, wenn man nach Vertrauen fragt, muss man sagen, weder die Öffentlichkeit hat großes Vertrauen, noch die Wissenschaft selbst. Jetzt, das sind die Dinge, die ich kurz anreißen möchte, wirklich nur anreißen möchte, dieses Predatory Publishing, File-Drawer-Problem, Storytelling in den Publikationen, neue Publikationsformen und letztlich, woran liegt das eigentlich? Das ist auch schon jetzt ein paar Mal angesprochen worden und hat vielleicht auch Anstoß überhaupt zu so einer Diskussion auch mitgegeben. Ein Aufmacher, kann man sagen, von Süddeutscher, NDR und einigen anderen, die unter dem Hashtag Fake Science hier aktiv wurden und der Meinung waren, etwas ganz Tolles zutage gefördert zu haben, nämlich dass die Wissenschaftler in Deutschland sehr viel Predatory Publishing machen, also sie zahlen für eine Publikation, von der behauptet wird, dass sie qualitätskontrolliert ist, und danach ist sie es nicht. Ich halte diese Studie für hochproblematisch. Sie ist bis zum gewissen Grad selber Fake Science. Sie hat ihre Methodik nicht offengelegt, und wenn man die Methodik nachvollzieht, kommt man daraus, dass da also durchaus ganz wesentliche Fehlinterpretationen dieser Befunde da drinnen sind, und Interessantes, wirklich Interessantes, was in so einer Untersuchung liegt, nicht diskutiert wurde unter so einem reißerischen, das sind doch alles Faker da in der Wissenschaft. Was da nur als Beispiel interessant ist, also wir haben das an der Charité bei uns nachvollzogen, diese Publikationen, da gibt es also durchaus welche, und wenn man mal guckt, welche das sind, dann waren das zu überwiegenden Teil Publikationen, die in einem Journal, das jetzt als Predator gilt, gehabt haben, aber zu der Zeit war das gar kein Predator, sondern ein hoch angesehenes Journal, was dann einer wurde. Das will ich jetzt gar nicht grundsätzlich bewerten, aber die Wissenschaftler haben dort publiziert,
Und diese Arbeiten sind richtige wissenschaftliche Arbeiten, über deren Güte man sicherlich diskutieren muss und kann, aber sie als Fake Science zu bezeichnen, ist totaler Wahnsinn. Was aber schlimmer ist an der ganzen Sache, ist, dass meiner Meinung nach durch diese Diskussion die eigentlichen interessanten Dinge, dass das nämlich ein Spiegel ist, der uns dort vorgehalten wird über unser System, der wurde durch diese Diskussion nicht geführt, zumindest nicht von den Machern dieses Dings in der Presse. In einigen Artikeln wurde es dann etwas gerade gezogen, und wer sich für das speziell interessiert, ich habe dazu mal was zusammengestellt gehabt, wo auch die Publikationen zusammengefasst sind, und ich besonders darauf hinweisen möchte, dass Markus Pössl all das getan hat, was die Leute, die diese Studie, sogenannte Studie gemacht haben, nicht gemacht haben, und analysiert hat, was man eigentlich aus diesem Ding wirklich rausholen kann, was auch die quantitative Bedeutung dafür ist und so weiter. Also, ich glaube, Predatory Publishing ist nichts Schönes, gar keine Frage, ist aber, so wie es zumindest diskutiert wurde, etwas, was uns in einer Diskussion, wie wir sie heute führen, eher ablenkt. Vertrauenswürdigkeit, als wenn Sie vielleicht denken, jetzt kommt ein Apologet der Wissenschaft und der sagt, die sind ja alle ganz toll, was die da machen, und Sie werden sich wundern. Nein, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, diese Fake-Science-Diskussion in dem Prädatoren-Kontext lenkt von echten Schwächen in unserem Publikationswesen ab, die wir haben. Und eine ganz wesentliche ist, und das klingt jetzt paradox, das Nicht-Publizieren, also dass sozusagen Vertrauenswürdigkeit dadurch auch gefährdet ist, dass etwas nicht publiziert ist oder dass es verzögert publiziert wird. Und das ist ein großes Problem in der Biomedizin. Ich zeige Ihnen hier nur einen einzigen Befund, den wir erhoben haben, Herr Strech, federführend bei uns. Das ist eine Rangliste, wenn Sie so wollen, der deutschen medizinischen Universitäten, von hier Bad Homburg bis Konstanzen, Greifswald ist es, glaube ich. Und das zeigt, wie viele der klinischen Studien, die von diesen medizinischen Fakultäten durchgeführt werden, also wo Patienten eingeschlossen werden, innerhalb von 2 Jahren, das ist nach WHO-Standard eine Timely Publication, tatsächlich publiziert sind, im Mittel etwa 40%. Sie sehen große Unterschiede zwischen den einzelnen Institutionen. Und ganz allgemein, und das ist jetzt nicht nur in Deutschland so, das ist weltweit ein Problem, eine Nicht-Publikation, timely, also nicht in der Zeit, aber Sie können auch nach vielen Jahren gucken, da ist immer noch viel nicht publiziert, von Evidenz, die unter dem Einsatz von Patienten, auch von Steuermitteln und so weiter gemacht wurde. Also Nicht-Publikation ist ein Problem. Und was ich Ihnen nur andeuten kann und gerne begründe weiter, wenn Sie es später interessiert, ist, dass das ein noch größeres Problem in der Grundlagenforschung ist und in der präklinischen Forschung, wo es schwieriger ist, solche Zahlen zu generieren. Aber wir wissen, dass dieser File-Draw-Effekt immens ist und wahrscheinlich weit mehr als 50% von dem, was den Leuten nicht in den Kram gepasst hat, ich formuliere jetzt salopp, nicht publiziert wurde. Das bringt mich zu einem weiteren Problem, das ist das Storytelling. In der biomedizinischen Wissenschaft sind wir gerne Maler. Mit bunten Farben malen wir Bilder, und diese Bilder sind unsere Studien. Wir wählen Dinge aus, die in eine Theorie passen. Das ist bis zu einem gewissen Grad, ich will das gar nicht abstreiten, ist Teil dieses kreativen Prozesses der Wissenschaft. Das Problematische ist aber nur das, wenn Sie sozusagen nur die Farben und wenn Sie nur das malen, was Sie gerne malen würden, und in Wirklichkeit hier in diesem Flüsslein irgendwelche scheußlichen Dinge vorbeischwimmen würden oder hier hinten es regnen würde oder so, und dass sie einfach nicht malen würden. Wie findet das statt oder was ist der Mechanismus? Und ich rede hier nicht von Betrug, ich rede hier von normaler Wissenschaft. Das ist das Fehlen von Verblindung, Randomisierung, von vorspezifizierten Zielen, die man sich gibt, von niedriger statistischer Power, von einem, was wir Harking nennen, das ist Hypothesizing after the results are known, also Sie machen etwas, haben eine Hypothese, dann machen Sie was, dann haben Sie die Hypothese nicht bestätigt, aber Sie können eine andere daraus ableiten und sagen, das wäre die gewesen, die Sie hatten. P-Hacking, Sie machen viel Statistik und suchen sich dann am Schluss die raus, die das zeigt, was Sie wollten. Ganz entscheidend auch das selektive Berichten. Sie machen 10 Experimente und 3 werden berichtet, und die 7
häufig mit guten Gründen, da ist was schiefgegangen und so, werden nicht berichtigt. Und wir haben es heute Vormittag gehört, den Spruch, wiederhole nie ein Experiment, was geklappt hat. Das steckt da mit drinnen. Ups, das war eins übersprungen. Eine gute Nachricht in dem Kontext, meiner Meinung nach, ist, dass es im Blätterwald raschelt, dass es also neue Publikationsformate gibt, die uns helfen, zumindest sozusagen als Tech-Fix, als Substrat dienen können, hier im Publikatorischen besser zu werden. Eines davon sind sogenannte Preprint-Server, das kommt letztlich aus der Physik, Archive. Die Physiker publizieren ganz wesentlich ihre Resultate und diskutieren sie dann auch über solche Pre-Publication-Publikationen, die nie wieder irgendwo anders eingereicht werden. Die sind sozusagen scheinbar Pre-Publication, aber werden dann gar nicht eingereicht, sind aber in der Community und werden als solche diskutiert. Das hat sich jetzt in die Biologie und in die Medizin, wie soll ich sagen, nach 20 Jahren sind wir auch soweit, hinübergerettet und hebt gerade ab. Und viele Wissenschaftler stellen jetzt hier erstmal ihre Ergebnisse vor, die werden dann diskutiert und verbessert und vielleicht dann auch noch in einem anderen Journal mit Peer gereviewt. Das Open Science Framework und ähnliche Repositorien, es gibt es auch von der EU, Zenodo und so weiter, das sind sehr interessante Formate, in denen Wissenschaftler ihre Hypothesen präregistrieren können, in der sie ihre Daten tatsächlich auch direkt zur verfügbar machen können, und zwar im Kontext dieser Arbeit, und dann aus diesen heraus auch publizieren können oder vielleicht gar nicht mehr publizieren, sondern dieses sozusagen über ihre eigenen wissenschaftlichen Netzwerke propagieren und darüber diskutieren. Und sozusagen der Rolls-Royce dieses Formats ist etwas, was man Registered Report nennt, also dass man vorher eine Arbeit einreicht mit allem, was man hat, Begründung, Methode und so weiter. Und das Einzige, was man nicht gemacht hat, sind die Experimente. Es wird aber gereviewt und die Wissenschaftler, die es reviewen, stellen die Frage, ist das eine sinnvolle Frage, ist die Methodik dafür geeignet, dass, und die Analyse, ist das alles geeignet, die Frage zu beantworten, und wenn das der Fall ist, wird das akzeptiert, dann werden die Experimente gemacht, egal was dabei rauskommt, so wird es publiziert. Wenn sich auf dem Weg dorthin etwas ändern musste, dann wird das berichtet und ist auch noch letztlich in dem Format möglich. Das ist aber meiner Meinung nach des Pudels Kern, also solche Technical Fixes, die sind gut, die helfen uns. Früher, vor 10, 15 Jahren, war es tatsächlich so, dass man ein negatives oder ein Nullresultat praktisch nicht publizieren konnte. Sie hätten es einfach nicht an Mann und Frau gebracht. Die Zeiten sind über diese Formate, die ich Ihnen gezeigt habe, vorbei. Aber warum soll es ein Wissenschaftler machen, wenn er nichts dafür bekommt? Er bekommt nämlich was für Marker, die eigentlich mit dem, was wir machen, Erkenntnisgewinn, überhaupt nichts zu tun haben. Anzahl der Publikationen hier fällt, in dieses Feld fällt das mit den Predatory Publishing. Die Charité hat eine Habilitationsordnung, bei der sie 10 Publikationen haben müssen, die peer-reviewed sind. Klar, muss ich halt meine 10 Publikationen haben. Das ist ein quantitatives Maß. Der Impact Factor, die meisten wissen, das ist auch so ein Maß, ist natürlich wahnsinnig praktisch, sagt irgendwas über die Zitierhäufigkeit des Journals, sagt nichts über die Qualität und die das Zitieren dieses Artikels aus und ist kein vernünftiges Maß für die Qualität von Forschung. Diese beiden Faktoren sind es aber, was Sie im deutschen System zum Professor machen oder nicht zum Professor machen. Also, was ist mein Credo hier? Wir müssen weniger publizieren, dafür robuster. Das heißt, wir werden auch mehr Negatives oder Null publizieren, lassen aber dafür anderes weg, was wir uns schön geredet haben. Diese Publikationen müssen wir im Übrigen auch lesen. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass selbst die zitierten Arbeiten in der Regel nicht gelesen werden, allenfalls noch das Abstract. Ist auch gar nicht möglich, weil wenn Sie in so einem Feld sind wie ich, bin Schlaganfallforscher, am Tag kommen, ich habe es nicht gezählt, 150 bis 200 Arbeiten, die relevant für meine Forschung wären, pseudorelevant, muss ich sagen. Das liest kein Mensch. Am Schluss werden sie doch irgendwie zitiert. Das ist ein Zirkus, den wir uns leisten, der aber gar nichts bringt. Und wir müssen diese Arbeiten nach dem Inhalt beurteilen und nicht nach der Prominenz des Journals. Wir haben dazu neue Publikationswege, dies zu tun, also technisch. Wir können uns nicht rausreden, dass es dafür keine Möglichkeiten gibt.
Aber wir müssen dann auch die Wissenschaftler nach ihrem Impact im Feld oder ihrem gesellschaftlichen Impact beurteilen. Und an der Charité haben wir ein bisschen begonnen damit. Wir fragen zum Beispiel unsere Professoren jetzt, die sich bewerben, nicht nur, was sie glauben, dass ihre 5 besten Publikationen waren, sondern sie müssen sich die Mühe machen, dass sie einen kleinen Abschnitt dazu schreiben, warum das so ist. Und wenn die da drinnen schreiben, weil es in Nature publiziert wurde, dann würde das kein gutes Argument sein. Jo, das war's schon.